Ja, und wenn es dem Mann dann irgendwann tatsächlich reicht und er geht und er sich scheiden lassen will, wenn er überhaupt die Eier in der Hose hat, dies zu tun, ja, dann darf der bis an sein Lebensende zahlen. Da darf er büßen, schließlich ist er der Mann. Hallo, hier ist Orlando Owen. Wenn du keines der spannenden Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. In fast jedem romantischen Liebesfilm, den Hollywood heute produziert, ja, auch die deutschen Filme, die ganzen unzähligen Shows wie Der Bachelor, vielleicht kennst du das. Alle diese Fernsehproduktionen, da siehst du immer wieder, kannst du garantiert beobachten, wie ein Mann, manchmal im weißen Anzug mit Nelke im Knopfloch, manchmal im T-Shirt und Jeans, aber immer hoffnungsvoll und nicht selten auf Knien, seiner Angebeteten einen Heiratsantrag macht, ihr Geschenke, Blumen oder gar einen teuren Diamantring offeriert und sie dann geradezu anfleht, ihn zu heiraten. Und wenn sie dann Ja sagt und ihm um den Hals fällt, bekommt er ganz feuchte Augen und gesteht ihr noch einmal seine Liebe für immer und ewig. Egal, ob sie in 10 Jahren fett zu Hause vor dem Fernseher sitzt oder im rosafarbenen Miss Piggy Freizeitanzug und Lockenwicklern, ihn ständig kritisiert und terrorisiert oder ihm einmal im Monat Proforma-Sex gibt. Er wird sie immer lieben und verehren. Er wird sie versorgen und umsorgen. Er wird immer für sie da sein. Bis dass der Tod euch scheidet. Oder zumindest bis der Tod der Beziehung euch scheidet. Ja, und wenn es dem Mann dann irgendwann tatsächlich reicht und er geht und er sich scheiden lassen will, wenn er überhaupt die Eier in der Hose hat, dies zu tun, ja, dann darf der bis an sein Lebensende zahlen. Da darf er büßen, schließlich ist er der Mann. Und wenn die Natur schon solche nutzlosen Irrtümer wie Männer hervorgebracht hat, Gott muss auch ein Mann gewesen sein, denn dem Mann fehlen schließlich ein halbes Chromosom, was ihn zur nutzlosen Drohne im Bienenschwarm macht, dann sollten diese nutzlosen Geschöpfe, die eh nur Unsinn im Kopf haben, wenigstens dafür bezahlen, um den Schaden wieder gut zu machen, den Männer ja an Frauen ständig anrichten. Und dafür büßen, dass sie den Frauen im Allgemeinen und ihr im Speziellen nicht treu drauf und ohne zu mucken dienen wollen. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn die Männer so aufmucken? Bis jetzt hat es ja auch ganz gut geklappt, geht doch. Zahlen kann er und ab und zu vielleicht seine Kinder sehen. Ja, so ist es nun mal in der heutigen Gesellschaft. Nirgendwo so schlimm wie in Europa. Im deutschsprachigen Raum, Schweden, Skandinavien. In vielen Ländern ist das so. Auch in den USA. Da haben Frauen Rechte und es wird jeden Tag drüber diskutiert. Über die Frauenquote und die Männer sind immer die Täter und Frauen sind immer die Opfer. Und dieses ganze Bild, die hat nach Jahrzehnten ihre Früchte getragen. Das geht so schleichend, so unbewusst ab, dass jeden Tag da ist, dass es jeden Tag immer wieder in kleinen oder größeren Portionen serviert wird, auf allen Kanälen, auf der Straße, wo auch immer, in den Frauenzeitschriften, egal wo du hinschaust, es wird immer wieder so dargestellt. Die Frauen sind die Opfer, die Männer sind die Täter. Dabei haben die Frauen viel mehr drauf, sind viel wertvoller, haben ja schließlich die ganze Verantwortung. Irgendwann hast du das komplett verinnerlicht, dass Frauen benachteiligt werden, dass sie eigentlich viel mehr drauf haben als die Männer, dass sie eigentlich diejenigen sind, die alle wichtigen Aufgaben erfüllen, vom Kinderkriegen angefangen, über die Familie, bis hin zu besseren Schulleistungen auch, die Mädchen haben als Jungs. Denn Mädchen und Frauen sind ja 100-mal verantwortungsvoller als Buben und Männer. Frauen sind eh die besseren Menschen, denn sie können ja multitasken und die sind nicht so linear wie die Männer, nicht so unreif, denn Männer sind ja emotionelle Krüppel. Ja, das hörst du jeden Tag. Das hörst du von morgens bis abends, das hörst du so lange du lebst vermutlich, denn es geht ja schon seit Jahrzehnten so. Ja, wenn du nie was anderes hörst, irgendwann glaubst du das. Weil alle Zeitungen schreiben's. Da muss ja was dran sein, wenn überall und immer, egal auf Schritt und Tritt, egal wo du hinschaust, dieses Bild wieder aufrechterhalten wird, ständig wieder neu eingerieben wird. Sei es durch Worte, sei es durch Schrift oder sei es auch nur durch Bilder oder Filme. Irgendwann glaubst du das. Und irgendwann wird es dein Denken so beeinflussen oder so dominieren, dass du denkst, es sind deine eigenen Gedanken.
Vielleicht kennst du das, wenn du dich rechtfertigst. Ja, ich bin ja nicht so ein Macho wie die anderen. Oder ja, ich bin ja anders. Ich will ja auch nicht unbedingt nur Sex von Frauen. Ja, ich bin auch nie frauenfeindlich. Hast du so Sachen schon mal gesagt? Welcher Teil von dir glaubt sich da rechtfertigen zu müssen? Schau da mal rein. Vielleicht kommt es für dich vollkommen selbstverständlich. Denn du glaubst ja, gemocht werden zu müssen oder geliebt werden zu wollen. Oder ja, nicht anecken zu dürfen und solche Sachen. Ja, ja, ich bin ja ein moderner, aufgeschlossener Mann. Ich bin ja nicht so rückständig. Ich bin ja nicht in den 50er Jahren. Nein, nein, ich bin ja nun... Ich liebe Frauen und einige meiner besten Freunde sind Frauen. Und ich bin auch politisch korrekt. Also ich bin ja nicht so einer, der Frauen schlecht behandelt. Das muss man ja auch auf Schritt und Tritt immer wieder betonen. Weil sonst stehst du ja eigentlich auf der Anklagebank der weiblichen Inquisition, dass du eigentlich doch vielleicht auch verdächtig bist als Täter, als Mann. Männer sind überhaupt verdächtig. Und du bist auch einer und wahrscheinlich, obwohl ja zunehmend mehr und mehr Frauen zuhören. Also wenn du eine Frau bist, dann schau mal, wie es auf dich wirkt. Aber als Mann hat man schon eigentlich ziemlich schlechte Karten und Frauen sind immer das Objekt der Begierde. Nicht zuletzt in Film und Fernsehen und auch in der Werbung. Männer sind immer diejenigen, die alles tun, um irgendwie noch eine Frau abzubekommen. Verbiegen sich, erniedrigen sich, machen sich lächerlich, bemühen sich, treten in Wettbewerb um Frauen. Und die Frauen können, ja, die tangiert es ungefähr so, als wenn der Hund den Mond anbellt. Die schweben über den Dingen. Sie sind ja schließlich auch eine ganz wertvollere Spezies. Es ist eine ganz andere Rasse, Frauen. Es ist ja nicht mal auf derselben genetischen Ebene. Schließlich fehlen ja Männern Chromosomen, das weiß man ja. Und daher sind Männer eigentlich auch tendenziell Vergewaltiger, kriminell und minderwertig, unverantwortlich, haben nur Flausen im Kopf, nur Unsinn. Ja, und die Frauen, die sind komplett in ihrer Mitte und die machen eigentlich alles richtig. Und deshalb gehen ja auch mehr Frauen aufs College und sind überhaupt verantwortungsvoller, sind die besseren Manager und sind einfach die besseren Menschen. Frauen sind wählerisch und das können sie sich ja auch leisten, denn schließlich sind sie wertvoller. Und wenn du das alles eben so annimmst und integrierst, dann wirst du eben auch so handeln, wie es die meisten Männer in der heutigen Zeit tun. Dann wirst du irgendwann die Prämissen der Gesellschaft akzeptieren, dass Frauen wertvoller sind als Männer. Und dann wirst du dich eben auch verhalten wie ein wertloses Objekt. Und dann wirst du das tun, was alle tun, die sich minderwertig fühlen, nämlich deine Macht an Frauen abgeben, als seien sie Adlige und du nur ein einfacher Straßenköter. Das ist das, wo die Gesellschaft heute steht. Frauen sind gottgleich, Göttinnen, und Männer sind eigentlich nur der Abschaum, die unberührbare Kaste eigentlich. Und dafür sollten sie zumindest mal richtig zahlen. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Die Gerichte geben dem Recht. Die Frage ist, gibst du dem Recht? Vom Kopf her wirst du jetzt sicherlich sagen, ja, das betrifft mich nicht, ich falle auf sowas nicht rein, ich kann mich da abgrenzen, ich bin mir da meiner selbst als Mann sicher genug. Ist das wirklich so? Fühl mal tief, tief rein, wie du im Inneren diese ganzen Sachen erlebst. Ob du das akzeptierst oder ob du sagst, nee, das ist nicht so, oder ob du in Trotz verfällst oder ob du dich jetzt aufregst oder was für Reaktionen hier hochkommen für dich. Ich denke, dass es ein ganz gemischter Cocktail an Emotionen ist. Fühl trotzdem mal rein und schau einfach mal, was da für dich auftaucht, wo du stehst. Und vielleicht bekommst du Wut, aber vielleicht ist das eine ohnmächtige Wut. Vielleicht ist es die Wut der Besitzlosen, der Enterbten. Vielleicht ist es die Wut derer, die wissen, dass sie im Grunde genommen keine Chance haben. Wie die Aussätzigen, wie die Sklaven in Rom damals. Schau einfach mal rein, wie es dir dabei geht. Wenn also nichts bisher funktioniert hat und du immer wieder stecken bleibst oder vielleicht schon Jahre an dir gearbeitet hast und es scheint sich irgendwie nicht weiterzugehen, dann brauchst du Dynamit, Sprengstoff und es gibt nichts Kraftvolleres als den FAMP, Fundamentals of Authentic Male Power, für dich. Schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest und zögere nicht, mir deine Fragen zu stellen. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern.
Außerdem findest du meine Videos jetzt auch auf Rumble, BitChute und meinem Favorite Brighteon. Die Links zu diesen Kanälen findest du ebenfalls unten in der Beschreibung unter diesem Video. So long, dein Orlando.